Klobige Schlittschuhe statt leichte Fußballschuhe und die Beinschoner unhandlicher. Fußball-Goalie-Trainer Patrick Folletti bekommt Hilfe vom ehemaligen NHL-Goalie und heutigen SCB-Nachwuchstrainer Jonas Hiller. Das muss mir der Torschütze sein. Nein, das schießt niemand, dann machst du etwas falsch. Folletti hat drei weitere Goalie-Trainer des Fußballverbands mit dem Ausflug zum SC Bern überrascht. Mit der Begründung? Es gibt unheimlich viele Gemeinsamkeiten, auch wenn definitiv eine riesige Übung ist, die ganze Ausrüstung zuzulegen. Folletti hat als Kind schon Eishockey gespielt. Lange sei es her. Vor den Augen der SC Bern-Profis machen die Fußballer keinen schlechten ersten Eindruck. Beim Anlegen haben sie noch mehr Hilfe gebraucht als jetzt auf dem Eis. Man sieht, dass gewisse schon mal auf dem Eis waren. Also das Schlittschuh nicht ganz, aber auch ja, ich glaube nicht alle. Und von dem her merkst du, dass sie sicher einen sportlichen Hintergrund haben. Und das stellt sich eigentlich echt positiv an. Also wir sind guter Dinge, dass wir da noch richtige Übungen mit Schüssen zu machen können. Also. Erst gilt es aber, die Basics der Bewegungsabläufe zu erlernen. Das ist gut, kannst du stehen bleiben, kannst du auf den Knie bleiben. Und da, dann nimmst du da her. Ja, du bist eigentlich wirklich mit, fast mit. Also du gehst zuerst mit dem Bein runter und dann wirklich mit dem Vorderen. Die Energie schon fast draußen, bevor der erste Schuss kommt. Beim Durchatmen werden Mythen überprüft. Stimmt, dass Goalie der beste Schlittschuhlaufer ist in der Mannschaft? Oder ist einfach eine metropolitanische Geschichte? Früher hat es aber geheißen, der, der nicht Schlittschuhen kann, muss ich sagen. Ja, ist der wie im Fußball. Jetzt ist es einfach definitiv nicht mehr so. Über den technischen Bettschlittschuhläufer ist, weiß ich nicht. Aber, also schon eine wichtige Voraussetzung. Ja, du hast schon, ja. Oder auch Taktikfragen ausgetauscht. Da hast du irgendwie Abmachungen. Also je nach Winkel, dass er versucht, er kurz oder lang Ecke oder irgend so etwas? Nein, es gibt so gewisse Sachen, wo du einfach weißt, dass grundsätzlich sie probieren nicht Schuss, also durch die Schusslinie durch, aber eben manchmal geht es so schnell. Dann musst du hier screenen. Ja, komm! Du musst ein bisschen, aber ohne Helm nicht screenen. Lernen von den Besten. Auch SCB-Torhüter Reideborn unterstützt. Same for me, after every summer, first time on the ice. Like, there's so many. Like, I tell you tomorrow morning. Also, ich muss zuerst zum Schnaufen kommen. Es gibt unheimlich viele Ähnlichkeiten, die ich festlegen oder feststellen. Anhand von den Feedbacks, die ich bekommen habe. Aber ich sehe sie im Moment noch nicht wirklich. Weil ich finde, die Distanzen sind viel kürzer, Geschwindigkeit, Zeit, um überhaupt etwas zu reagieren, irgendwie etwas lesen, ist fast unmöglich für mich. Und von daher ist sehr viel Spekulation, es ist sehr viel Glück, aber mega, mega spannend. Und was können Sie jetzt im Jahr im Sommer mitgeben aus dem Training? Es Fokus behalten, das ganze Zeit Details können lesen, Details können interpretieren, damit du schlussendlich es geht, im Eishockey wie auch im Fußball gute Entscheidungen treffen, damit du am Schluss den Puck oder eben den Ball in die Hände hast. Kein Atem, aber Sprüche auf Lager. Oh, nächsten Sommer auf dem Rasen, Jungs. Das wollte ich auch sehen. Für seine Erkenntnisse ist sich Folletti für keine Schweißperle zu schade.